Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder um die Sonne, die heute natürlich mal wieder prächtig scheint. Und es scheint sogar so viele Sonne, dass ich sie überhaupt nicht verbrauchen kann. Mein Model 3 ist satt und nicht durstig und braucht keinen neuen Strom. Und auch sonst habe ich nicht viele Verbraucher angeschlossen. Das heißt, der ganze Strom fließt ins Netz und ich bekomme halt meine Einspeisevergütung. Gleichzeitig habe ich hier in Konstanz noch eine Wohnung, in der ich auch Strom brauche. Und da hatte ich vor einiger Zeit mal die Idee, wie wäre es denn, wenn ich irgendwie meinen eigenen Strom kaufen kann, und bin dabei auf die Plattform Lithion gestoßen. Ich habe dazu tatsächlich ein Werbevideo gemacht vor einiger Zeit, das ich euch hier oben verlinke. Das heute soll aber kein Werbevideo sein, sondern ich möchte euch nur erzählen, wie das funktioniert hat, dass ich meinen eigenen Strom über diese Plattform kaufe. Und ja, natürlich könnt ihr gerne auch dieser Dad Strom kaufen, denn es ist noch einiges übrig. Ich habe auch nie große Werbung dafür gemacht, dass man meinen Strom kaufen kann, habe jetzt meine erste Abrechnung bekommen und ich kann darauf sogar sehen, wer meinen Strom kauft. Das ist eine super Sache. Und ich selber kaufe ihn ja auch. Ich bin mein größter Abnehmer. Wie das genau funktioniert, erkläre ich euch in diesem kleinen Video. Als Produzent habe ich erstmal das Lithion-Anmeldeformular ausgefüllt und da Angaben zu meiner PV-Anlage gemacht, einen kurzen Text über mich selbst geschrieben und ein Foto hingeschickt. Und daraus hat Lithion dann mein Erzeugerprofil gebastelt und sorgt seitdem im Oktober dafür, dass Interessenten meinen Strom angeboten bekommen und auch kaufen können. Wenn ich jetzt als Konsument auf das Lithion-Portal gehe, kann ich für meine Adresse ansehen, welcher Ökostrom mir zu welchem Preis angeboten wird. Unter anderem eben auch dieser Dad-Strom. Ich habe mir das mal für 2000 Kilowattstunden angeschaut und komme dann auf diese Möglichkeiten, die ihr hier seht. Ihr könnt jetzt oben noch auswählen, ob Sonne, Wind oder Biomasse. Ich habe mich dann aber natürlich für meinen eigenen Strom entschieden. Das war ja der Sinn der Übung. Für 727,44 Euro könnte ich mir den im Moment kaufen, diese 2000 Kilowattstunden. Die Stadtwerke Konstanz habe ich mal verglichen. Mein Netzbetreiber bieten das jetzt je nach Tarif sogar ein paar Euro günstiger an. Dafür ist es mein eigener Strom und ich weiß genau, woher er kommt. So, das ist hier meine Auftragsbestätigung vom 01.10.2020. Ihr seht, damals war der Strom noch günstiger. Ihr seht hier auch, dass ich monatlich kündigen kann. Das finde ich ganz wichtig, auch gerade wenn man es vergleicht zu anderen Angeboten, zum Beispiel bei Check24. Ja, als Stromverbraucher habe ich also ganz normal meine Abschläge an Lithion gezahlt. Und jetzt kam also im Mai die Abrechnung für mich als Produzent von Lithion. Denn ich bekomme nämlich zusätzlich zur normalen Einspeisevergütung, die ich weiterhin von meinem Netzbetreiber bekomme, noch von mir selbst festgelegt einen Aufpreis, den ich mir mit Lithion teile. Also bekomme ich 0,42 Cent netto je verkaufter Kilowattstunde. Tja, jetzt habt ihr wahrscheinlich ein paar Fragen noch, wie das genau geht, ob auch ihr eure Anlage dort anbieten könnt. Tja, vielleicht auch, wie die Preise sich gestalten, warum man das machen sollte, wenn es vielleicht teilweise doch teurer ist als die billigsten Angebote bei Check24. Und ich habe mir gedacht, das Einfachste ist, ich rufe mal bei Lithion an. Ja, und ich habe hier den Julius von Lithion am Apparat, würde man altmodisch sagen. Hallo Julius. Hallo. Ich darf ja meinen Strom hier vom Dach anbieten auf dem Lithion-Marktplatz. Und das ist, glaube ich, eine Ausnahme. Also normalerweise könnte ich das nicht mit meiner kleinen Anlage von knapp 9 Kilowatt Peak. Welches sind denn eigentlich die Bedingungen, dass man bei euch den Strom anbieten kann? Das ist richtig. Wir sind ein Energiemarktplatz. Das bedeutet, dass man die Energie liefern muss für mindestens, da sagen wir mal, 30 Haushalte ist so die grobe Regel, damit man andere Haushalte mit beliefern kann. So größenordnungsmäßig 100 Kilowatt Peak wären das dann so. Aber genau. Es gibt aber auch für kleinere Produzenten eine Möglichkeit, über euch Strom anzubieten, richtig? Ja, das ist richtig. Es gibt die sogenannte Lithion Solar Community. Da kann man auch mit einer eigenen kleinen Solaranlage mitmachen und den Reststrom, also den Strom, den man nicht gerade selber verbraucht, den stellt man der Community zur Verfügung. Das hat den Vorteil, dass sozusagen immer in der Community genug Strom da ist, um die Leute mit Strom zu versorgen. Ich hatte ja darüber auch mit eurem CEO Richard schon mal vor längerer Zeit ein Interview geführt, das ich euch auch gerne hier verlinke. Wenn man meinen Strom kaufen möchte, dann hatte Richard damals eben gesagt, also klar, ich als Produzent kann einen kleinen Aufschlag machen, kann ein bisschen mehr verdienen, als ich durch die Einspeisevergütung bekommen würde. Aber auch für die Konsumenten sollte es sich lohnen und ein bisschen günstiger sein. Das habe ich jetzt gerade mal versucht mit Check24 und einer Anfrage hier bei meinem Netzbetreiber konnte ich das jetzt nicht verifizieren. Also mein Strom ist nicht günstiger. Woran liegt denn das? Oder was wären die Bedingungen, dass es günstiger ist?
Ja, aktuell ist es so, dass durch die stark steigenden Energiepreise wir auch unsere Preise etwas anheben mussten, um nachhaltig langfristig faire Bedingungen bieten zu können. Bei Check24 zum Beispiel ist es so, man schließt für ein Jahr einen Stromvertrag ab und im nächsten Jahr zahlt man extrem viel mehr. Das soll bei Lithium nicht so sein. Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt jetzt gerade eure Preise erhöht und deswegen seid ihr gerade ein bisschen nicht mehr so günstig, aber eigentlich mittelfristig, langfristig wird sich das wieder angleichen, oder? Genau, langfristig ist es so, dass die anderen Versorger auch wieder ihre Preise anheben, sodass sich das wieder ausgleicht und wir langfristig gute Energie zu fairen Preisen anbieten können. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, wie sich überhaupt so ein Strompreis zusammensetzt. Da gibt es ja Komponenten, an denen kann eigentlich keiner was drehen und es gibt Komponenten, an denen könnt ihr was drehen. Ja, also zum einen gibt es den größten Bestandteil, das sind die Steuern und Abgaben und Netzentgelte. Da gibt es nichts zu verändern vom Energieversorger. Diese sind immer fest und gehen entweder an den Staat oder an die Netze. Und dann gibt es noch den Anteil für die Energiebeschaffung. Und da muss man darauf achten als Ökostromversorger, dass der Strom von grünen Anlagen kommt. Und dann gibt es als dritten Bestandteil noch den Service und Vertrieb. Wir haben uns bei Lithion so schlank und digital aufgestellt, dass wir diesen Anteil so günstig machen können, dass wir diese günstigen Preise an die Kunden weitergeben können. Wenn ich jetzt auf Check24 gehe, finde ich natürlich immer jemanden, der günstiger ist und den Strom anbietet. Und jetzt kann man natürlich sagen, Geld ist nicht alles. Für viele ist Geld aber doch alles. Wofür lohnt sich dieses Geld dann auszugeben? Bei Lithion sorgen wir dafür, dass das Geld da ankommt, wo es gebraucht wird. Beziehungsweise da, wo die Produzenten, die unabhängigen Versorger, die sich dafür einsetzen, dass mehr Ökostrom produziert wird, dass die das Geld bekommen. Okay, weil andere kritische Stimmen sagen ja, naja, also ihr sorgt ja gar nicht für Zubau, sondern ihr verteilt nur das bisherige um. Da ist ja nichts gewonnen. Also doch ein Beitrag zur Energiewende, wenn ich über Lithium meinen Strom kaufe? Auf jeden Fall ein Beitrag zur Energiewende. Nehmen wir mal das Beispiel von einem Farmer, der seinen Strom bei uns auf dem Marktplatz angeboten hat. Der hat innerhalb von wenigen Monaten seine Anlage so weit ausverkauft, dass er sich entschieden hat, eine neue Anlage zu bauen. Gelebte Energiewende, würden wir dazu sagen, weil er eine neue Anlage baut und so mehr Konsumenten mit mehr Ökostrom versorgen kann. Also man kauft einen Strom mit Gesicht, wo das Geld auch genau bei dem ankommt und deswegen kann derjenige dann auch ganz konkret neue Projekte erstellen. Genau. Okay? Die weiteren Fragen beantwortet ihr dann, falls jemand sie hat, direkt, nehme ich mal an. Na klar, auf jeden Fall. Wir freuen uns darauf. Super, danke, tschüss. Danke. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht und natürlich kauft sehr gerne meinen Dieser-Dad-Strom auf dem Lithium-Marktplatz, wenn ihr dazu Lust habt. Es geht nicht ums viel verdienen, sondern es geht um Strom mit Gesicht und ich finde es natürlich toll, wenn jemand von euch dann hinterher meinen Strom virtuell über diese Technik dann beziehen kann. Like dieses Video, abonniert meinen Kanal, sehr wichtig, kommentiert unten, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet, was ihr sonst auf meinem Kanal sehen möchtet und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.